Hallöchen und willkommen zu diesem neuen Kapschi-Haul, liebe Leute. Es ist Sonntag und es ist immer noch irgendwo Black Friday-Woche, Black Week, morgen Cyber Monday, was auch immer. Auf jeden Fall gibt es immer noch ziemlich gute Rabatte. Und ich habe nochmal in der aktuellen Herbst-Winter-Kollektion von Kapschi gestöbert und neue Teile rausgepickt. Mua, Leute, ich liebe die Sachen. Ich bin so ein Fan von den Klamotten von Kapschi. Ich kann es euch gar nicht sagen. Wir starten direkt rein. Wir starten sofort rein in den Haul und ich zeige euch alle wundervollen Winterschnuffelteile. Legen wir los mit der Kategorie Pullover. Vielleicht habt ihr zuletzt in einem Video schon mal so als Sneak Peek diesen Pulli hier entdeckt. Ich finde, die haben wirklich super, super schöne Designs. Also Kapschi macht einen ganz tollen Job, die richtig schönen Designs einfach rauszupicken. Dieser Pullover ist halt so in erster Linie relativ schlicht vom Schnitt her, einfach nur weiß. Aber was es natürlich zum Hingucker macht, sind die super süßen Herzchen drauf. Ich finde den richtig cute. Also wir haben hier vorne halt überall die Herzen an den Ärmeln, einmal komplett auch hinten. Und ich finde, das ist halt ein sehr schöner, klassischer Standardpulli, aber halt mit super süßem Detail. Also auf Jeans sieht er halt total klasse aus und ist dann demnach auch auf jeden Fall ein echter Hingucker, weil es halt mal was anderes ist. Es ist halt nicht so ein Standardprint, ne? Ich find's cute. Als nächstes hat mich dieses Oberteil hier komplett geflasht. Ich hätte jetzt nicht gedacht, als ich es ausgepackt habe, dass es so gut aussieht. Also das ist so ein richtiges Figurschmeichler-Ding. Ich war sehr, sehr, sehr positiv überrascht. Es ist halt eher so ein bisschen dünner, gerippte Optik, aber kann man natürlich im Winter auch mit gut gebrauchen, halt sowas. Und hat einen sehr schönen tiefen V-Ausschnitt. Ich habe jetzt halt so einen Top drunter angehabt mit Spitze. Kann man natürlich machen oder halt aber auch vielleicht noch was Geschlosseneres. Würde auch auf jeden Fall gehen. Und das Tolle an dem Ding ist, dass es halt hier vorne so gewickelt ist. Das ist auch alles fest vernäht. Da braucht ihr keine Angst haben, dass es irgendwie auseinanderfällt oder nicht irgendwie richtig gewickelt ist oder so. Das ist einfach so geschnitten und dann vorne halt, dass es noch so spitz zuläuft quasi, hinten ganz, ganz schlicht, aber macht halt eine bombenmäßige Figur. Also sieht auf Jeans richtig, richtig toll aus und könnte man natürlich halt auch ganz generell auf eine dunkle Hose anziehen oder auf eine Leder-Imitat-Leggings würde das bestimmt auch toll aussehen, auf einem Bleistiftrock etc. und so weiter. Also ich bin total überrascht und begeistert von dem Ding, ja. Das ist ein richtiger Hingucker, muss ich gestehen. Auf jeden Fall auch schon mal Volltreffer Nummer 2. Cardigans kann Kapschi auch richtig gut. Das habe ich zuletzt immer wieder festgestellt. Und da habe ich jetzt diesen wunderschönen hier auch noch dazu gepickt. Ich habe den jetzt einfach mal nur drüber geworfen, aber das passt, glaube ich, jetzt erstmal fürs Video. Mir gefällt halt hier die Farbkonstellation total gut. Diese braunen Abstufungen, auch mit so ein bisschen ins Gräuliche rein. Sieht halt total toll aus. Wir haben eine kleine Kapuze dran. Ich mag die Länge. Also ich bin eh ein Fan davon, wenn Cardigans so ein kleines bisschen länger sind. Ich habe zwar auch kurze Cardigans, aber in der Regel mag ich die hier. Vor allem dann halt so mit Leggings oder einer Jogginghose zu Hause und dann einfach ein T-Shirt drunter oder ähnliches, was halt auch länger ist, dann ist es für mich halt so ein super chiller Zuhause-Look. Liebe ich sehr und der ist richtig schön weich, Leute. Also das gesamte Material gefällt mir extrem gut. Es ist alles super weich, super angenehm, nichts kratzig davon, also richtig toll. Und der hier würde ich auch sagen, den werdet ihr wiederum öfter sehen bei mir. Ich bin ja sowieso, ich liebe Cardigans einfach. Ich habe einen ganzen Schrank voll mit Cardigans. Dann habe ich auch noch ein Kleid von Kapschi, so ein richtig klassisches Winterprintkleid, obwohl das Print eigentlich blumig ist. Aber ich finde, von der Farbkonstellation passt es halt perfekt in den Herbst-Winter. Das hatte ich in L.A. an und deswegen ist es jetzt gerade in der Waschmaschine. Aber ich blende euch hier einfach die Bilder aus Los Angeles ein. Das war halt für dort einfach perfekt, weil es war halt ein bisschen kürzer. Es ist halt gestuft im Rock. Es hat in der Mitte an der Taille halt so einen Gummizug. Deswegen sitzt es halt mega, mega toll auf der Figur. Und dann haben wir halt lange Ärmel, die aber halt so ein bisschen ballonartig sind, ne? Die sind unten am Handgelenk zusammengefasst, oben nochmal so ein bisschen gerüscht und ganz generell der Print ist super schön. Also das kann man sehr, sehr toll kombinieren, wie ich es gemacht habe, mit Sneakern und einem Hut, der übrigens auch von Kapschi ist, ja aus meinem letzten Haul noch. Und der Hut, der ist richtig klasse. Ich wurde öfter auf den angesprochen, weil der wirklich richtig schön aussieht. Und das war halt so in der Gesamtheit einfach ein richtig cooler Look. Und natürlich würden auch sehr, sehr, sehr gut Boots oder Stiefel dazu gehen. Aber ganz generell halt ein mega, mega süßes Kleid. Die haben sowieso eine tolle Kleiderauswahl, Kapschi.
Und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, wo bleibt denn die Black Friday Aktion bzw. Black Week Aktion? Kapschi hat noch bis in die nächste Woche rein auf jeden Fall richtig gute Rabatte am Start. Ihr bekommt safe auch schon mal 25%, aber es sind einzelne Teile bis zu 80% reduziert. Das heißt, ihr könnt da nochmal in der letzten Bademodenkollektion stöbern. Nur weil es ja letzte Saison ist, heißt es ja nicht, dass es nicht genauso schön in der nächsten noch sein kann. Also das heißt, sofern ihr schon mal Bademode fürs nächste Jahr sucht oder aber euch was aus der neuen Herbst-Winter-Kollektion gönnen wollt, solltet ihr unbedingt vorbeischauen und ihr könnt auf alle im Sale reduzierten Teile mit meinem Code nochmal zusätzliche 15% bekommen. Das ist wirklich ein richtig toller Ausverkauf auf jeden Fall. Da lohnt sich das Reinstöbern und Sparen. Kommen wir zum nächsten Outfit, denn ich habe ja schon gesagt, Pullover gibt es echt richtig viele wunderschöne bei Kapschi und genauso aber auch inzwischen ein paar Röcke. Und dann habe ich diese Kombination aus diesem Tweedrock gewählt und diesem Pullover-Schmuckstück hier, ja. Ich hatte ihn zuerst falsch rum an, bis Daniel sagte, nee, der gehört doch andersrum. Also ich glaube, man könnte ihn safe von beiden Seiten wahrscheinlich tragen. Aber ich habe ihn jetzt dann am Ende halt das hier als Rücken genommen, weil hier halt die Naht verläuft. Aber ich muss sagen, der Pulli, oh mein Gott, das ist ein Traumstück, ja. Ich glaube, das ist, glaube ich, mein Lieblingsteil aus dem Haul, weil der so schön ist. Also zum einen ist er halt unfassbar weich und kuschelig. Das sieht man halt auch schon dem Material sowieso an. Und hat halt dann so schöne weite Ballonärmel, dieses Spitzendetail, der tiefe V-Ausschnitt. Es ist ein Traum. Es ist ein absoluter Wintertraum. Den habe ich jetzt halt, wie gesagt, auf diesen Tweedrock kombiniert, den ich auch super schön finde. Ich mag halt so dieses Spielerische halt dann auch mit einem Minirock im Winter. Da könnte man natürlich auch perfekt Overknee-Boots drauf anziehen. Ich habe jetzt heute aber mal kürzere drauf angezogen. Und dann halt auch so ein Crop-Pulli halt für sowas oben drüber ist halt perfekt, ne? Damit man vom Rock auch schön viel sieht. Und der hat halt vorne noch so goldene Knöpfe, finde ich total toll. Das hat so ein bisschen so Gossip-Girl-Vibes, wisst ihr? Das ist so der Look. Deswegen auch die Lackstiefelette. Aber ich muss sagen, der Pulli ist für mich persönlich der absolute Hingucker. Ich liebe den richtig krass. Also ist auch schön für die festliche Zeit. Kann man den auch ganz, ganz toll anziehen. Jetzt so Weihnachten, Silvester rum. Dann habe ich auch mal noch ein bisschen in den Accessoires gestöbert. Und zum Beispiel hier diesen Schal mit dem Hahnentrittmuster gefunden. Und habe den auch jetzt über das Outfit drüber geworfen. Aber ich finde den richtig toll. Also angenehme Breite, sage ich mal. Also so breit ist er ungefähr. Länge weiß ich jetzt nicht genau, aber es reicht halt, um sich komplett einmal damit einzuwickeln. Und dann hat er für mich im Prinzip den Schaltest bestanden. Sehr, sehr, sehr weich. Extrem geil fühlt er sich an. Also ich bin hellauf begeistert. Und mir gefällt auch die Farbkonstellation total gut. Man sieht das ja öfter eher so in Schwarz-Weiß, aber ich fand das mit dem Grau jetzt richtig toll. Also kann man super universell auf alle möglichen Sachen halt anziehen. Dann habe ich in den Accessoires noch diese super schnuckeligen Socken hier entdeckt. Das sind halt auch so erinnert mich so direkt an Norwegen, Berghütte, Kamin, Einkuscheln. Ne? So, das wäre so die Socke, die ich dafür anziehen würde, sofern ich denn für sowas halt einen Style bräuchte. Aber die sind richtig, richtig cool. Gibt es dann so im Dreierpack. Ich habe ja die lilafarbenen dann auch angezogen. Zeige ich euch gleich im nächsten Schnittbild. Also richtig nice. Mir gefällt der Print, also die Musterzusammenstellung verdammt gut. Das schreit halt für mich einfach nach Winterzeit und Einkuscheln, ja. Und die sind auch richtig dick. Also die sind richtig dick und warm. Ich glaube, damit werde ich auf jeden Fall keine frostigen Füße in dieser Saison bekommen. Und dann kommen wir abschließend natürlich noch zu diesem Strickkleid hier, das ich auch anhabe. So ein ganz klassisches Ding, aber ein sehr, sehr schön gearbeitetes Muster, wie ich finde. Beige und weiß, also so braun, hellbraun, weiß, super schön, kann man auf alles Mögliche kombinieren oder mit allem Möglichen kombinieren. Ich habe jetzt eine braune Strumpfhose drunter angezogen, würde aber auch sicherlich gut mit einer Wildlederimitat oder Lederimitat-Leggings auch super geil aussehen. Und der ist halt auch richtig schön gemütlich, die Ärmel etwas weiter, das mag ich immer gerne. Dann ist es trotzdem auch irgendwo immer noch ein bisschen luftig im Winter. Nicht zu hoch geschlossen, aber auf jeden Fall warm genug. Und Länge gefällt mir gut, Schnitt gefällt mir gut. Ich bin zufrieden. Also das Strickkleid ist auch richtig, richtig toll. Und da habe ich jetzt die lila Socken drauf an. Ich finde die echt großartig, muss ich sagen. Ja, und letztes Accessoire ist noch eine Tasche, die ich auch bei Kapschi gefunden habe. Und zwar dieses Modell hier. Ich finde, Taschen mit Fransen geht man momentan irgendwie immer vergeblich suchen. Die Optik ist halt so ein bisschen so Wildlederimitat auch. Wir haben ganz viele Reißverschlüsse, einmal hinten und innen drin auch nochmal. Der Gurt, der Tragegurt, würde sich verstellen,
aussehen lassen. Also man kann die auch ein bisschen länger machen. Und ich finde die so als Basic-Teil, so als Hingucker-Accessoire eigentlich echt ganz süß. Es ist jetzt sicherlich keine absolut hochwertig krasse Designertasche, müssen wir nicht drüber reden. Aber wenn man halt einen Schnapper sucht und halt sowas Spezielles wie mit Fransen, ist ja auch immer so eine Trendgeschichte. Da kann man auch mal eher auf den Preis gucken, finde ich. Und das war's schon wieder. Der neueste Cupshi-Haul wieder mit neuen Teilen aus der Herbst-Winter-Kollektion. Vergesst nicht, in der Black-Friday-Aktion noch vorbeizuschauen. Die geht ja noch bis in die nächste Woche rein. Also trotzdem mal schnell stöbern gehen. Es ist bestimmt schon super vieles leider ausverkauft. Also nicht traurig sein, wenn ihr irgendwas davon nicht mehr bekommen solltet. Ich habe euch aber auch eh alles unten in der Videobeschreibung verlinkt, so wie ihr mich kennt. Ich schreibe euch die Größen dazu. Ich habe aber in der Regel eine XL eigentlich in allem und passt da auch super gut rein. Es gibt aber selbst verständlich auch eine extra Plus-Size-Kollektion. Da könnt ihr einfach mal reinstöbern und dann auch ordentlich sparen, liebe Leute. Gebt dem Video super gerne ein Däumchen nach oben, wenn es euch Spaß gemacht hat, und dann sehen wir uns hier beim nächsten Video wieder. Bye, bye!